Freunde, und willkommen zum neuen Video. Heute machen wir den perfekten Snack für die perfekte Party. Und zwar machen wir frittierte Shrimps mit selbstgemachter Cocktailsoße. Dafür benötigen wir Öl zum Frittieren, spezielles Paniermehl, was sehr, sehr knusprig wird, dann verquirltes Ei, vorgekochte Garnelen, Mayonnaise, diese Soße hier und Ketchup. Die genauen Mengenangaben seht ihr jetzt hier. Als allererstes panieren wir unsere Garnelen. Ich empfehle euch dafür, Handschuhe zu benutzen, weil sonst paniert ihr gleichzeitig eure Hände auch. Also ganz normal, wir nehmen eine Garnele, wenden sie im Mehl, wenden sie im Ei und geben sie ins Panko. Und das macht ihr jetzt, bis alle Garnelen paniert sind. Ich habe die Garnelen jetzt paniert. Oh, was willst du denn hier? Was wird's denn hier gekocht? Ja, wir machen frittierte Shrimps mit Cocktailsoße. Boah, das mag ich so gerne, da möchte ich dabei sein. Ja, wenn du das so gerne magst, darfst du gerne Platz nehmen. Guck in die Kamera, bleib sitzen. Unsere Shrimps sind paniert und jetzt geht's an die Cocktailsoße. Dafür geben wir unsere Mayo, unseren Ketchup und unsere, ihr wisst schon, welche Soße ich meine. Dann noch etwas Salz und Pfeffer und somit ist auch unsere Cocktailsoße jetzt fertig. Die stellen wir beiseite und jetzt nehmen wir einen Topf, in dem wir unser Öl ganz heiß machen. Um zu checken, ob euer Öl heiß genug ist, nehmt ihr einen Holzlöffel oder eine Holzzange, gebt ihr in das Öl und wenn um den Löffel oder die Zange Luftbläschen schlagen und dann wisst ihr, dass das Öl heiß genug zum Frittieren ist. Jetzt gebe ich direkt unsere Shrimps in das heiße Fett. Aber bitte nicht alle reingeben und immer am Anfang schön umrühren, dass sie nicht ankleben. Nehmt euch zum Abtropfen am besten einen Teller mit ein bisschen Küchenrolle, damit das Öl schön auf der Küchenrolle abtropfen kann. Eine Ewigkeit später. Die erste Fuhre von den Garnelen sind jetzt fertig. Die lassen wir jetzt schön abtropfen. Und dann kann auch direkt der Rest mit rein ins heiße Öl. Irgendwann später. Die zweite Fuhre ist jetzt auch fertig. Die geben wir auch auf unser Küchenpapier zum Abtropfen. Zu guter Letzt würde ich euch noch empfehlen, auch nochmal von oben abzutupfen, dass wirklich das ganze Öl abgetropft ist. Wir gehen jetzt ans Anrühren. Hey Leute, hier ist der Cutter aus dem Schnitt. Am Ende des Videos ist leider das Mikrofon ausgefallen, deswegen wir Cosmos 3 für euch das Ende übernehmen. Hallo Leute, hier seht ihr jetzt das Ergebnis der frittierten Garnelen, die sehen doch super aus, oder? Aber ob sie auch gut schmecken, wird Emil jetzt probieren. Ich glaube, an seinem Gesichtsausdruck sieht man schon, dass sie super lecker waren. Also macht es unbedingt nach und abonniert den Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen, und schreibt gerne eure Essensvorschläge in die Kommentare.